Ja, morgen allerseits. Moin allerseits. Tatsächlich haben wir Sonntag. Morgen, wo ich das drehe, war gerade mit den Hunden Gassi. Es fängt gerade an zu regnen. Ich sitze noch geschützt unter der Hütte. Aber es regnet schön. Udo Buko, Udo Leuko. Jeder kennt Udo. Ja? Cedric, mein 17-jähriger Messermacherfreund, kennt Udo. Und Udo ist eigentlich schon ein Urgestein des deutschen Messer-TVs. Ja, Udo hat, also ich kenne noch seine Videos aus der Zeit, als ich noch bei den Messerfreunden war. Das ist schon lange, lange her. Und Udo machte immer so coole Videos, habe ich auch so nie wieder gesehen. Der machte keine Tabletop-Reviews oder so, sondern er machte so halb Outside- und Inside-Reviews oder Videos. Warum halb so, halb so? Der trägt die auf der Fensterbank. Ja, also damals war das überwiegend. Irgendwann, also Udo war eine Institution, das muss man so sagen. Ist es aber immer noch. Aber Udo war eine Zeit lang weg vom Fenster und hat dann auch nichts mehr gedreht. Weiß ich, vielleicht hatte der keinen Bock mehr, vielleicht war dem das ein bisschen zu viel, weil jeder wollte ein Messer von ihm. Weil Udo ist nicht so der Messermacher im klassischen Stil, sondern Udo nimmt sich eine Klinge, ein Rohling und macht die schön scharf, macht dann eine schöne Scheide dran und ich weiß nicht, ob es das Wort so gibt, aber ich nenne das Klütern. Und klütert dann da so einen Griff dran. Ja? Und da denkst du im ersten Moment, das muss ja eigentlich relativ unergonomisch sein. Das ist nochmal eine Vorstellung, nochmal um den Leuten in Erinnerung zu rufen, was Udo so macht. Ich werde die Messer reviewen, denn sie sind meine, die hat der Udo mir geschenkt. Dankeschön, Udo. Oh, so langsam kommt der Regen aber auch hier hin. Dankeschön, ich freue mich sehr. Also, Udo macht so richtig schöne, komm, geh mal Tabletop. So, als allererstes zeige ich euch was, und das kennt ihr. Und das ist das hier zum Beispiel. Das Old Hickory Butcher Knife. Da hatte ich den Udo gebeten, den Holzgewand zu machen und ja, einen Jutegriff dran zu klütern. Ja? Und hatte dann noch vor, so den Hump hier wegzumachen. Allerdings war meine Idee, deshalb würde ich das noch weiter modifizieren, das hier so komplett auslaufen zu lassen. Ja? Hatte ich mit dem Strich hier weg. Das ist mein Ziel, das mache ich noch. Ja? Weil das soll so mein Low-Budget Bushcraft-Messer werden. Ich habe noch ein, das ist übrigens die zweite Version, weil die zweite Möglichkeit, das so beim Wolfster zu kriegen, dem Veranstalter der Messerbörse Scharfheim. Ja? Das heißt, zweite Version ist, das ist der zweite Anschliff ist vom Markus Reichert. Und eins muss gesagt sein, diese Messer, die sind aus Kohlenstoff. Das hatte ich aber schon in zwei anderen Videos gesagt. Die rosten, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja? Ich kann den Schlüssel weglegen. So, die rosten, wenn man sich nicht drum kümmert. Die Urversion hatte hier noch so einen Hugel dran. So. Und das passiert, wenn dann Udo, so eins, in die Finger bekommt und verudorisiert die. Ja? Udozi. Und da ist dann ein deutlicher Unterschied. Ja? Er hat das gekürzt. Er hat den Holzgriff abgenommen und einen seiner Udo-Griffe dran gemacht. Das ist im Prinzip ist das eine Paracord-Wicklung. Udo nimmt also das Paracord, holt die inneren Stränge da raus, ja? Wickelt das und dann kommt da Epoxy drauf. Dann lässt er das trocknen, wickelt er wieder drum. Also es sind komplette Wicklungen, eine Paracord-Wicklung mit leeren Hüllen sozusagen. Ja. Und hier alles das gleichmäßig gearbeitet. Das schleift er dann zu Hause in frimmeliger Kleinarbeit, Handarbeit. Hat hier noch ein bisschen was beigeschliffen, sodass es noch ein bisschen uriger aussieht. Ja. Bin aber überlegen, ob ich das nehme, um in der Küche damit zu arbeiten. Dann hat der Udo das auch schön scharf gemacht, mal hier. Ja?
Hammer. Hammer. Hammer, Hanna, Hatata. Ja. Also, Udo ist der Lockenking. Löckchenmacher. Ja, eigentlich Löckchenmacher-Macher. Ja. Hinten noch ein schönes, kleines, schönes Paracord-Lanyard. Nicht sonderlich gebräuchlich, sag mal, vielleicht höchstens, damit man es hinten hat und ja, man es nicht so verliert. Aber jetzt nicht so eins, wo man sagt, so, das ist für ja, einen stabileren Griff, sondern es ist einfach so, man arbeitet, man kriegt mal eben schnell die Hände frei, kannst wieder greifen. Ja? Sinnvoll, finde ich. Dann sehen wir hier, hat der Udo das. Das ist noch kein richtiges Review, ich werde das hier jeweils einzeln reviewen. Ja? Hat er halt hier hinten was von weggenommen. Und zwar so, dass wir hier also nicht reinrutschen können. Ja? Da geht das, hat er noch mal ein bisschen hier runter geschliffen. Mal hier genau gucken. Das macht der Udo aus solchen Messern. Macht er da echte Unikate draus. Wir haben uns den Chef von Old Hickories, also den Vizepräsidenten von Old Hickory oder von Ontario Knife Company getroffen. Netter Kerl. Recht junger Bursche. Ja? Aber nett. Und muss dazu sagen, Udo seine Version ist rattenscharf. Klar, Markus seine ist auch rattenscharf. Aber jeder hat so eine gewisse Schärfe, die lässt sich aber auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Ja? Ich sag mal, das spricht echt für sich. Ne? So, und dazu kommt dann, ich hatte ja das schon erwähnt, mal hier, bevor ich es wieder reinstecke, trocken machen einigermaßen, die USMC, also US Marine Corps K-Bar Lederscheide genommen. Hier rein. Passt perfekt. Tipp war vom Wolfstar. Dankeschön, Wolli. Wir sehen uns wieder in Schafheim. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe auch, dass der Udo kommt. Ist ja nicht weit weg von ihm. So, dann hat er Udo. Das ist kein Kydex. Das ist Boltaron. Boltaron hat, das macht er übrigens, der hat da keine Bresse für, der Udo. Ja, sondern er macht das mit der Hand. Er erhitzt das mit der Hand. Erhitzt das und presst das mit der Hand zusammen. Also dementsprechend müssen seine Pfoten wohl auch hitzeresistent sein. Hat hier so ein kleines Lanyard reingemacht. Das ist wahrscheinlich zum Aufhängen irgendwie am Ast oder so. Ganz simpel. Einmal umgeklappt. Ein paar Löcher gebohrt. Ein paar Schrauben rein. Enem, enem weg. Fertig ist die Leder, die Boltaron-Scheide. Kein Kydex. Nochmal gesagt, kein Kydex. Und sitzt echt bombensicher, hat aber keinen Einrastmechanismus, ne? Sondern sitzt so bombensicher. Der Udo packt also das Messer da rein und dann drückt er das zusammen. Und das ist bombensicher, das fällt nicht raus. Ja? Also da brauchst du keinen Schnappmechanismus haben. Ja, das dann nach oben gebogen, zack, bumm. Wie gesagt, richtiges Review kommt noch. Dann hat er hier so eins, das ist auch meins, das hat er mir geschenkt. Ich identifiziere das mal, weil ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Ich identifiziere das mal als eine Heli-Scheide, Heli-Klinge, Heller, Heli. Hat er dann auch ohne, hat er seinen typischen Udo-Knubbelgriff dran gemacht. Voller Vierfingergriff. Hier hinten wäre es vielleicht cool gewesen, ein Loch reinzubohren, ein kleines Lanyard, um das dann um den Pinky rum zu wursteln. Mache ich das. Und man riecht eigentlich auch noch den Griff. Ja, mache ich dann vielleicht irgendwie, muss ich mal gucken, wie. Ich habe nämlich noch keine, aber ich will auch irgendwann mal damit anfangen, noch keine Werkstatt, was das angeht. Aber wie gesagt, ich will auch noch anfangen. So, schön Scandi, der sich nach vorne echt anspitzt. Ja, aber das ist so ein richtiges kleines Schnitzwerkzeug. Ja. Messer sitzt trotz des kleinen knubbeligen Griffes extrem gut in der Hand.
ist kein Messer für große Aufgaben. Also nichts zum Choppen oder so. Das ist so ein Messer der Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Heißt so ganz normale alltägliche Aufgaben. Also nichts, um sich eine Hütte zu bauen, einen Unterstand oder sowas. Ja? Aber das macht mit Sicherheit seinen Job. Und es gibt Leute, die laufen sonntags hier an der Hütte vorbei und, weiß ich, haben die kein Zuhause, laufen durch den Regen und quatschen hier die Natur voll, dass hier die Bäume umfallen. Unglaublich. Nun gut. Hört das, Schnabeltanten? Hat er hier noch einen Schleifkörper reingemacht, obwohl es nicht nötig gewesen wäre im Prinzip. Denn das Messer läuft nach hinten zum Griff aus, seht ihr? Wie gesagt, richtiges Review kommt noch. Ich muss ja alles genau erfassen, was er daran gemacht hat. Aber der Udo ist so einer, der mag wahrscheinlich nicht, wenn die Messer dann ungleichmäßig geschliffen sind, dann macht er hinten lieber eine Kerbe dran und fertig ist die Laube. Griffstück hat er bis nach vorne gewickelt, geklebt, gekleistert und gemacht, getan. Also was der Udo macht, das habe ich so jetzt selber noch nie live gesehen, dass ich mal so ein Messer in dem Stil in der Hand gehabt hätte. Ja, liegt aber wirklich gut in der Hand, für den Alltag gut geeignet. Wieder eine Bolterrohrscheide mit zwei Schrauben fixiert, kleines Lanyard, kannst du auch wieder irgendwo hinhängen oder einschlaufen, was auch immer. Und ja, fertig ist die Laube, sitzt bombenfest da drin. Ja, geile Arbeit. Oh, das war also ein kleines, schnelles First Impressions im Prinzip mit Kanalvorstellung von Udo. Ich packe den YouTube-Kanal von Udo inklusive seinem Instagram-Account in die Beschreibung. Ruf jeden, der mein Video guckt, dazu auf, beim Udo ein Abo drauf zu packen. Ne? Abo, Glocke, und auch auf seinem Instagram-Account und guckt euch an, was der Udo macht. Udo ist ein herzensguter Kerl. Wenn es die Zeit erlaubt, sind wir viel miteinander am Schnacken, über Messer, über WhatsApp. Und das finde ich gut. Man hat so einen direkten Draht zu Leuten, die ihr Handwerk verstehen. Ja? Udo wäre uns fast verloren gegangen, obwohl wir hätten nie Kenntnis von ihm bekommen, wahrscheinlich, weil Udo hat in Amerika gelebt und war Gefängniswärter. Dann hätte er vielleicht in Deutschland nie ein Messer gemacht. Und wie gesagt, Udo war schon vor, ich glaube, 5, 6, 7, 8 Jahren in der Messerszene eigentlich ein großer Name. Ist es immer noch, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er gesagt hat, oh, ich habe jetzt mal, ich brauche mal ein bisschen meine Auszeit. Aber jetzt ist er wieder da, macht wieder Videos. Yippie-yay. Ja. Messer sind, weiß nicht, ob er die verkauft, ob er die verschenkt zum Eigenpreis oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn Udo hat, der hat ein Messer, das hält ewig und 3 Tage mehr, ja, und macht Spaß damit zu arbeiten. Ja. Ich glaube, das hier packe ich mir in mein Herrenhandtäschchen. Das muss ich mir noch vorstellen. Und das hier kommt bei mir in die Küche und wird bei mir zu Hause im Großhof und wird mein meistgenutztes Küchenmesser werden. Ein echtes Üdü. So, nochmal Link zu seinem YouTube-Kanal und Instagram in der Beschreibung. Und ich weiß nicht, ob der Udo auch Auftragsarbeiten macht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kriegt man hier aus so einem Standard
Old Hickory Butcher Knife, ja, was die Barbecue Pitboys schwören drauf. Macht er hier so ein Schätzelein. Ja. Hat er schön plan beigeschliffen. Ast rein. Ontario Knife Company. True Edge, made in USA. So, wir sehen uns im nächsten Video. Die Reviews hierzu, die kommen. Das wird aber noch dauern. Und ich wünsche euch noch, muss ja auch noch ausfinden, was das hier für ein Messer tatsächlich ist oder welche Klinge. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Matthieu, schwenkt der Hut, tschüss, hab und schwenkt die Kapp. Und da unten gucken. Link zu Udo. Udo. Tschüss, Matthieu, schwenkt der Hut, tschüss, hab und schwenkt die Kapp. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Déjà vu. Der tote Hugo, ne, der tote Hugo hängt tot im Seil. So, Adele. Ich wollte euch schon noch was gezeigt haben. Ja, das verschwindet ganz bequem. Low Profile hier in der Hose. Und Innentasche. Ich sag mal, das sieht kein Mensch. So dünn sind die Teile. Ja, inklusive Scheide. Dass du da so einen Klotz vom Messer dabei hast. Ja? Und dann sagt, haben sie ein Messer dabei. Ja, aber ein kleines Taschenmesser. Lass mal sehen. Bei der Macht von Grayskull. So. Jetzt bin ich mal aus. Tschüssli. Mein neues Taschenmesser. So, noch die Goldlöckchen heraus, dann gehen wir heim.